Moin Mareike und hallo Peter, grüß euch. Moin. Morgen. Ja, Peter, freut mich total, dass du heute hier bist und wir heute die Frage aller Fragen eigentlich versuchen können zu beantworten. Was ist der richtige Ecos für mich und und wie kalkuliere ich eigentlich und wie kalkuliere ich eigentlich richtig und wie kann ich dieses Wissen nutzen, um am Ende erfolgreicher auf Amazon zu verkaufen? Peter, kurz zu dir. Wer ihn nicht kennt, Peter Höschel ist seit über 20 Jahren im E-Commerce unterwegs. Also ich glaube, als E-Commerce erfunden wurde, ist Peter auch gleich aufgesprungen. So lange gibt es das Ding schon und den Peter schon in dem Kontext. Du hast shopanbieter.de mitgegründet oder gegründet. Das ist das erste deutschsprachige E-Commerce-Portal und bist Partner bei der E-Commerce oder Amazon-Agentur Marktplatz 1 aus Österreich. Und deine absolute Expertise ist das Thema Controlling. Und da berätst du sehr, sehr viele Händler und kennst viele, viele Stolperfallen, die Händler immer wieder haben und täglich begegnen. Und das, was mir hängen geblieben ist in der Vorbereitung, ist: Umsatz ist schön, aber Rendite ist besser. Und ich glaube, das können wir heute für den Podcast mitnehmen. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du da bist. Und herzlich willkommen nochmal, Peter. Vielen Dank, Florian, für die Intro und für die Einladung fürs heutige Gespräch. Ich freue mich sehr, über das Thema Controlling sprechen zu dürfen. Ja, ist ein absoluter Dauerbrenner. Kommt bei uns, glaube ich, Mareike, häufig so auf dem Schreibtisch. Was soll ich denn jetzt eigentlich einstellen? Was ist denn jetzt mein Ziel, ACoS? Break-even ACoS, schön und gut, aber erzähl doch mal, was Wie ist das berechne ich eigentlich? den? Was würdet ihr empfehlen im Vergleich zu anderen? Ist der Ja. gut? Ist der nicht gut? Also das beschäftigt uns da tatsächlich jeden Tag. Und was ich dann immer denke, ist, Alter, also wenn du schon Produkte irgendwo verkaufst, dann ist das sind deine Hausaufgaben. Also bevor du, das muss doch klar sein, wie viel du jetzt eigentlich da investieren kannst oder nicht. Und genau dafür ist diese Folge heute da und das Gespräch mit Peter, um am Ende Guidance zu geben und nochmal alle abzuholen, was für Kosten gibt es, was für versteckte Kosten gibt es und so weiter. Und Peter, lass uns direkt loslegen. Welche Kosten haben Seller bei einem Produktverkauf? Was gibt es eigentlich alles, wenn ich jetzt ein Produkt für 100 € bei Amazon verkaufe? Was können da für Kosten entstehen? Naja, insgesamt sprechen wir von, ich sage mal, offensichtlichen Kosten und dann gibt es eine ganze Vielzahl an verdeckten oder kalkulatorischen Kosten, beziehungsweise Kosten, die der Händler einfach nicht auf dem Schirm hat. Man muss ganz klar sagen, ich beschäftige mich da eigentlich jeden Tag mit dem Thema und anfangs war ich auch ähnlich entsetzt, wie wenig die Händler ihre Zahlen im Griff haben. Mittlerweile verstehe ich es auch ein bisschen besser. Ich sage immer, Händler sind in der Regel sehr gute Einkäufer, die kennen ihre Produkte, sind meistens auch gute Verkäufer, kennen ihre Zielgruppen, aber sie sind leider sehr, sehr schlechte Kaufleute. Teilweise haben sie auch ein bisschen Angst vor Zahlen, weil es einfach ein neues Thema ist und erstmal komplex erscheint. Aber in der täglichen Praxis stellen sie einfach ganz klar raus, dass da liegt das Geld vergraben und damit kann ich unwahrscheinlich viel mehr Gewinn erzielen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, so die offensichtlichen Kosten sind natürlich Produktkosten, Einkaufspreis, die Bezugskosten, vor allem wenn ich aus Fernost beziehe, Frachten, Zölle, Einfuhrsteuern etc. Dann bei Amazon die Verkaufsprovision, die Versandkosten, egal ob jetzt FBA oder Eigenversand. Was sie dann schon ein bisschen weniger berücksichtigen, sind dann so die Einlieferungskosten bei FBA oder die Lagerkosten. Bei Eigenversand wäre es Pick und Pack, Kartonage. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, Kartonage hört sich ganz banal an, aber das kann auch gerne mal 70 Cent kosten, so eine Kartonage, und das summiert sich dann ganz einfach. Und natürlich offensichtlich die Umsatzsteuer. Ich glaube, mittlerweile weiß aber tatsächlich jeder Händler, dass man die Umsatzsteuer abführen muss, damit die nicht behalten darf und nicht ausgeben sollte. Das sind so die offensichtlichen Kosten, die Händler in der Regel noch im Griff haben oder im Blick haben. Aber was sie dann völlig übersehen, sind meistens, fängt an bei den Advertising-Kosten. Das sind so EDA-Kosten, die sind so da, die muss ich nicht berücksichtigen scheinbar. Eda, also. Dann so Coupons oder Rabatte, die ich mal schnell einräume, oder Werbeaktionen werden nicht berücksichtigt. Und was aber so der größte Klopper ist, sind in der Regel die Retouren. Also die wenigsten Händler berücksichtigen die Retouren bei ihrer Preiskalkulation. Und ganz ehrlich, das Retouren, wenn man spricht von 5, 6% im Schnitt oder bei Bekleidung 30, 40, 50%,
dann ist das ein richtiger großer Brocken. Und auch bei Amazon, und ich kann da gerne ein bisschen ausführen, wenn ihr möchtet. Ja, Also klar. man muss bei Amazon natürlich auch wissen, also auch wenn Händler die Retourenquote berücksichtigt in der Preiskalkulation, vergessen sie in der Regel eine niedrigere Wiedereinlagerungsrate. Das bedeutet 100%, 100 Retouren kommen zurück. Amazon lagert aber nur 80 wieder ein oder 90. Der Rest ist dann praktisch zu remissionieren oder wird von Amazon verschrottet. Und das sind halt harte Kosten. Oder auch dazu muss man sagen, nicht jeder weiß, dass Amazon bei Retouren nicht 100% der Verkaufsprovision zurückbezahlt. Die behalten sich 20% der Verkaufsprovision ein als Aufwandsentschädigung quasi. Und das ist auch ein Block. Oder man muss auch wissen, bei Bekleidung, Schuhe, Taschen etc. zahlt der Händler die Rücksendekosten. Und wenn Amazon den Artikel, der zurückgeschickt wurde, als eben nicht wieder einlagerbar eingestuft wird, ist auch der Warenpreis weg, der Artikelpreis. Also das sind alles tatsächlich sehr, sehr große Kostenblöcke unter Umständen, die aber der Händler in der Regel übersieht. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und wie groß, also wenn ich jetzt eine Sache, ich verkaufe jetzt mal, was verkaufe ich? Bluetooth-Kopfhörer für 100 € so auf Amazon. Das ist der Verkaufspreis. Der ist jetzt brutto, der steht da so drin und ich als Kunde kaufe das für 100 €. Und gleichzeitig habe ich Einkaufspreis von 20 € netto. Wie viel, zu deiner Erfahrung nach, kommt da noch obendrauf? Retouren, also hast du da Erfahrungswerte? Wie groß ist da irgendwie das nicht offensichtliche, was da noch obendrauf kommt? Ja, ist eine schwierige, grundsätzlich schwierige Frage, eine sehr gute Frage, aber schwierig, weil es natürlich sehr stark auch von der Branche abhängt und auch von der Professionalität des Händlers. Aber wenn man mal 100 € nimmt und kann schon mal die Mehrwertsteuer wegrechnen, dann sind das ja nur noch 84 € Nettoumsatz. Dann ist die Frage, verschickst du Versandkosten frei oder berechnest du dem Kunden die Versandkosten? Bei Amazon hauptsächlich ja Versandkosten frei. Dann kommen nochmal 4 € weg für Versandkosten, bin ich bei 80 €. Ich zahle auf die 100 € die Verkaufsprovision. Dann haben wir noch gute 60 € übrig. Rechnen wir 10 € Advertising vielleicht, das ist ein hart umkämpfter Bereich mit Sicherheit. Dann geht es immer weiter runter und dann die Retouren. Also bei 20 € Einstandspreis spreche ich von 80% Marge, beziehungsweise auf dem Nettopreis vielleicht gute 70%. Da muss definitiv was übrig bleiben. Hätte ich mal gesagt, 20% bleiben der Gewinn übrig, typischerweise. Aber die meisten Händler arbeiten halt nicht mit 70% Marge von oben runter, sondern eher mit 40, 50%, vielleicht knapp über 50%, und dann wird die Luft schon dünn, dann muss ich wirklich spitz kalkulieren. Richtig, und genau das ist ein sehr guter Punkt. Je geringer eigentlich da schon ja, die Marge ist, die allererste Marge, dann desto wichtiger ist es dann am Ende hinten raus auch im Nachkommabereich zu kalkulieren und sauber zu bleiben, weil einfach weniger Masse dann da ist für mich, um noch was über zu haben. Und wenn ich dann da Fehler mache in meiner Kalkulation und vielleicht zu viel in Werbung investiere, dann ja, habe ich am Ende keinen Profit mehr und am Ende ja, habe ich Umsatz, aber keine Rendite. Ja? Genau, dann wird's Und Liebhaberei. genau, richtig. Und wir haben jetzt würdest du das alles in den Bereich eher variable Kosten reinpacken? Wir haben jetzt ja noch gar nicht über so, also am Ende muss ja auch jemand das Büro bezahlen, am Ende muss ja auch jemand mein Gehalt bezahlen. Wie würdest du da vorgehen oder wie sollten da Händler in der Regel vorgehen, um das irgendwie mit zu berücksichtigen? Genau, also es ist tatsächlich so, also auch das wieder faszinierend, erschreckend zugleich. Im E-Commerce hat sich meines Erachtens noch kein richtiger Standard für so Kostenzuordnungen ergeben. Überall anders ist es klar, da gibt es jetzt auch dann die Lehrbücher dazu. Danach wird vorgegangen, im E-Commerce ist es ein bisschen anders. Aber ich definiere diese variablen oder direkten Kosten immer als die Kosten, die unmittelbar mit einer Bestellung zu tun haben. Also Verkaufsprovision, Versandkosten etc.
Beim Marketing kann man schon drüber streiten, notfalls. Ich persönlich würde die trotzdem als direkte Kosten erfassen, zumal man sie ja bei Amazon mit den sogenannten Werbeberichten beworbene Produkte eigentlich sehr schön auswerten kann, die meisten zumindest. Bei Brandkampagnen ist es nicht möglich, die würde ich dann in Gemeinkosten packen. Aber grundsätzlich würde ich ganz klar trennen, solche Kosten sind variable Kosten. Und Mieten, Steuern, Personal, Abschreibungen, das Auto, Büromaterial sind dann Fixkosten. Und dann habe ich meine Fixkosten, dann weiß ich, ich habe jetzt 5.000 Euro im Monat Fixkosten. Was mache ich jetzt mit denen als Händler? Das ist auch das eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich auch schwierig für den Händler mitunter, denn dann geht es in das Kalkulatorische. Denn ich weiß ja Stand heute noch nicht, wie viel werde ich verkaufen in der Zukunft, wie viel Umsatz werde ich machen. Trotzdem ist es wichtig, diese Gemeinkosten oder Fixkosten kalkulatorisch zu erfassen. Komme ich auch gleich darauf zu, warum das aus meiner Sicht so wichtig ist. Ich würde ganz klar hergehen, ich weiß ja aus der Vergangenheit, wie hoch waren meine Gemeinkosten in Relation zum Umsatz? Nehmen wir als Beispiel. Die sollten typischerweise auch wieder abhängig vom Umsatz natürlich, vielleicht zwischen, im Idealfall bei 15% liegen, dann ist man bestimmt schon ein guter Händler. Also 15% vom Umsatz sind dann eben so wie Fixkosten wie Miete. Meistens liegt es vielleicht bei 20%, gerade zum Start. Und dann weiß ich genau, im letzten Jahr hatte ich 20% Fixkosten. Und das lege ich auf die Zukunft um. Ich gehe davon aus, auch in Zukunft werde ich 20% haben. Wenn ich starken Umsatzwachstum erwarte, dann sinken diese Fixkosten typischerweise, weil ich Skalierungseffekte habe. Oder wenn ich aber weiß, ich muss jetzt aber eine neue Lagerhalle bauen oder umziehen oder ich stelle gerade ganz viel Personal ein, dann steigen die vielleicht erwartungsgemäß. Und ich habe am Ende des Tages, ich gehe davon aus, ich bleibe bei 20% Fixkosten in Zukunft auch. Und dann muss ich das auch in die Preise mit einkalkulieren. Also nicht nur die direkten Kosten, sondern eben auch diese 20% Fixkosten. Und Ja. daran kann mich dann schon festhangeln. Und das ist am Ende auch das, was ich tatsächlich einbehalten muss. Also wenn ich jetzt am Ende von so einem, ja, so einem Break-Even-Punkt spreche, also wo ich alle meine direkten und indirekten Kosten zusammenpacke, also indirekt wären dann ja am Ende die wir jetzt umrechnen, kalkulatorisch und sagen, okay, mit jedem Euro Umsatz, den ich mache, muss ich 20% einbehalten, um meine indirekten fixen Kosten zu begleichen und zu decken. Das muss ich ja auch mit berücksichtigen. Und wenn ich alles zusammen habe, ja, und das alles berücksichtige, das ist dann quasi mein Bereich, an dem ich dann anfange, irgendwie ja, alles, was ich da teurer verkaufen kann, dann am Ende als Profit bei mir hängen bleibt. Ist das richtig so? Ganz genau, perfekt beschrieben, Florian. Ich sehe schon, du bist da sehr tief im Thema auch Ich schon drin. habe ja Hat BWL dich fasziniert studiert. sogar. Okay. Kosten- und Leistungsrechnung, das war ein großes Thema in meinem Studium. Nee, also ich wüsste, es ist schon beim Vorgespräch natürlich aufgefallen. Es ist, ja, so ist es, aber wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Denn es gibt natürlich mitunter schon sehr gute Gründe, warum man auch beabsichtigt unter diesen 20% Fixkosten abverkauft. Kann sein bei neuen Produkten natürlich, die möchte ich ja pushen zum Start. Ich blase Advertising rein zum Beispiel. Kann aber auch sein bei Lagerpennern, wenn ich weiß, okay, wenn ich auf dem Preis beharre, um diese Gemeinkosten zu erwirtschaften mit diesem Produkt, dann werde ich ihn aber nie verkaufen. Dann muss ich natürlich runtergehen. Absolut. Und was man vielleicht auch grundsätzlich bedenken sollte, nehmen wir mal Topseller-Produkte sind typischerweise hart umkämpfte Produkte. Es gibt viele ähnliche Produkte, Wettbewerberprodukte. Und dann kann auch eine Strategie sein, in Kauf zu nehmen, dass man mit diesem Topseller-Produkt nicht die Fixkosten decken kann. Aber wenn zumindest 10% übrig bleiben, dann kann man auch die Position vertreten, naja, besser als gar nichts. Und immerhin trägt dieser Topseller noch einen Teil der Gemeinkosten, auch wenn es insgesamt nicht ausreicht. Also man darf natürlich, im Endeffekt ist es eine Mischkalkulation unter Umständen, man darf natürlich nicht nur so schlechte, in Anführungsstrichen, Produkte haben.
Ja, Dann geht es halt nicht auf. genau, dann geht es nicht auf. Aber das ist ein super Punkt, den du ansprichst. Also am Ende kann ich, habe ich einen angestrebten Break-Even-Bereich. Also alles ab da ist wirklich schöner Profit für mich. Aber wenn ich in Summe irgendwie mal bei einigen Produkten in Kauf nehme, dass sie die indirekten Kosten nicht voll tragen, ja, dann kann ich da auch, wie du schon sagst, vielleicht von meinen 20%, dann ist es okay, wenn die auch mal 10 machen oder vielleicht auch 5. Und wenn ich weiß, dass ich die am Ende sogar, ja, sonst gar nicht mehr verkaufen kann, dann wäre es doch für mich eigentlich auch in Ordnung, sie ja mit nur 1% oder fast gar nicht kostendeckend, also was die indirekten Kosten angeht, zu verkaufen, oder? Also Ja, das wäre dann notfalls, so, absolut. genau. Ja. Ja, das ist Man, wie aber wirklich gesagt, nur eine kurzfristige Sicht, oder? sollte eine kurzfristige Sicht sein, natürlich wird es immer noch komplizierter. Es kann auch gute Gründe geben, die dauerhaft nur mit 1% zu verkaufen. Sei es, weil ich dadurch am Jahresende Kickbacks beim Lieferanten erhalte, weil ich gewisse Einkaufsvolumina erreiche. Ja. Sei es, dass das vom Hersteller gewünscht ist, dass ich das komplette Sortiment auch verkaufe. Also, oder sei es, dass ich dadurch die Frachtkostenquote für andere Produkte senken kann, weil ich den Container überhaupt nur deswegen voll bekomme. Also es kann tatsächlich nur viele Gründe geben, aber grundsätzlich pauschal gesagt hast du vollkommen recht. Wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen, in dem ersten Abschnitt hier, dann was würdest du sagen, ist jetzt so, ich meine, was ist ein guter Verkaufspreis am Ende? So, wenn du jetzt mit einem Händler sprichst und ihm und auf die Zahlen schaust und er fragt dich dann, was wäre denn jetzt ein guter Verkaufspreis, Peter? Wenn du kennst jetzt hier, ich habe jetzt hier 20% obendrauf und zu wie viel sollte ich jetzt eigentlich mein Produkt verkaufen? Weil wie komm ich darauf? Okay. Die Frage klingt wieder einfach. So tatsächlich, aber auch das nicht ganz so einfach. Also grundsätzlich, um vielleicht so Richtwerte zu geben. Also von meiner Erfahrung her, ich arbeite immer von oben nach unten. Also viele arbeiten ja Einkaufspreis mal Aufschlag. Ich gehe lieber von oben nach unten her. Ich sage, der Rohertrag muss in der Regel immer mindestens 50% bei Amazon sein. Aber natürlich immer die Regel, es gibt immer Ausnahmen. Aber grundsätzlich 50, als Händler sollte ich 50% Rohertrag haben, also Rohertrag, Verkaufspreis minus Einkaufspreis. Als D2C-Marke, wenn ich selbst eine Marke bin, dann darf es gerne ein bisschen mehr sein, weil ich typischerweise höhere Marketingkosten habe. Mit 50% kann man über die Runden kommen. Ist aber dann keine riesigen Sprünge zu erwarten. Und wie gesagt, vom Deckungsbeitrag nach Abzug aller Kosten, direkten Kosten, sollten so 20% übrig bleiben. Dann habe ich zumindest eine schwarze Null. Kommt darauf an, wenn ich eine One-Man-Show bin, dann bleibt natürlich schon was übrig. Und aber um auf deine Frage zum guten Verkaufspreis zu kommen, die erste Antwort wäre, ein guter Verkaufspreis ist, dass du eine hö möglichst hohe Marge erzielst. Aber die richtigere Antwort ist, dass du einen möglichst hohen Gewinn erzielst. Und der Unterschied ist zu sehen, das ist aber dann tatsächlich schon Kür bei den Händlern. Man sollte den Preispunkt kennen, bei dem ich am meisten Gewinn erwirtschafte. Das heißt, die Relation Marge zu Absatzzahlen am besten ist. Denn die Frage ist, man muss herausfinden, was lohnt sich für mich mehr? Verkaufe ich 100 Stück zu 19,95 € oder verkaufe ich 50 Stück zu 24,95 € oder verkaufe ich 200 Stück zu 14,95 €? Und da ist die Frage halt, wo bleibt am meisten Geld hängig? In Abhängigkeit zu allen Kosten, also auch zu Personalaufwandskosten. Weil natürlich, wenn ich nur 50 Stück verkaufen muss, um meinen Gewinn zu erzielen, habe ich auch weniger Personal, die ich beschäftigen muss, weniger Aufwand. Also das muss aber tatsächlich jeder Händler für sich selbst rausfinden und das ist aber tatsächlich nicht trivial, das ist schon die hohe Kunst.
Das hört sich wirklich sehr komplex an. Peter, würdest du auch empfehlen, dass man den Verkaufspreis oder den optimalen Verkaufspreis von zwei Perspektiven angucken kann? Also einmal von unten nach oben, um zu schauen, okay, welche Kosten habe ich überhaupt, und was muss ich mindestens für einen Verkaufspreis erzielen, aber eben auch von oben nach unten, um zu schauen, was passiert überhaupt im Markt und zu welchem Verkaufspreis kann ich eben eine gute Stückzahl auch verkaufen? Super Frage, Marek, wirklich gut. Grundsätzlich, um den Verkaufspreis zu ermitteln, ist es erstmal egal, ob ich von oben nach unten oder unten nach oben gehe. Ich glaube, die meisten tun sich vielleicht sogar leichter, von unten nach oben zu gehen. Aber dann ist eben wieder die Frage, ich habe jetzt meinen Verkaufspreis definiert, der für mich am besten ist, aber ist es denn da der beste Verkaufspreis für den Markt? Und dann muss ich mir tatsächlich wieder die Wettbewerber ansehen und schauen, was treiben die denn so? Und welche Preise bieten die an? Bin ich denn wettbewerbsfähig? Und sind die vielleicht auch gerade out of stock? Und ich Ja, kann mit den stimmt. Preisen hochgehen, Ja. weil die Nachfrage ist ja da. Und das ist das ist also der Preis ist ja an sich der größte Hebel für den Gewinn. Denn wenn man sich mal vor Augen hält, angenommen, ich habe jetzt ein Produkt für 38 Euro, ich erhöhe den Preis um nur 5%. Dann diese 2 € Differenz oder was es ist, die schlägt ja direkt auf den Gewinn auf. Diese so typisch, weil das kommt immer auf den Verkaufspreispunkt an, aber bei ungefähr 40 Euro erhöhe ich um 5%, dann habe ich am Schluss 35% mehr Gewinn. Und das ist natürlich schon der Wahnsinn, das holst du woanders nicht rein. Also 35% Gewinn mit einer kleinen Erhöhung, das ist natürlich Wahnsinn. Und jetzt wird es interessant, andersrum funktioniert es halt leider genauso. Gehe ich mit dem Preis 5% runter, habe ich ungefähr 35% weniger Gewinn. Darum sollte man das echt mit Bedacht machen. Und Verstanden. im Idealfall, also ein pragmatischer Ansatz ist auf jeden Fall meine Empfehlung an die Händler, schau dir alle 3 Monate die Top 10, Top 20 Produkte von dir an. Und geh unbedingt in den Wettbewerbsvergleich und schau dir an, wie die Preissituation beim Wettbewerb ist. Das wäre ein pragmatischer Ansatz. Kannst du da deinen Händlern, die auf Amazon unterwegs sind, Tools an die Hand geben? Gibt es da Sachen, mit denen ich das irgendwie automatisch und einfach tracken kann und mir anschauen kann? Oder ist das Handarbeit? Ende des Tages ist aus meiner Sicht Handarbeit. Es gibt natürlich so Preismonitoring-Tools, aber ich glaube, es ist im Endeffekt, ich würde es immer manuell machen, händisch machen, weil wir sprechen von einer sehr überschaubaren Anzahl an Produkten. Wie gesagt, 10, maximal 20 Produkte. Und vor allem ist es auch deswegen so wertvoll, das manuell zu machen, weil ich dadurch ja nicht nur die Preise analysiere, sondern das ganze Umfeld auch. Ich kriege mit, wie verkauft er denn seine Artikel? Wie positioniert er sich? Was ist das Wording? Welche Bilder nutzt er? Und eben, ich kriege zum Beispiel Out of Stock vielleicht mit. Also von dem her gesehen, würde ich es definitiv immer manuell machen. Okay, cool. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen so spezifischer, weiter spezifischer auf das Amazon-Umfeld gehen und so ein bisschen die allgemeine Kalkulation hinter uns lassen, dann hattest du ja schon gesagt, hey, es kann total Sinn machen, zwischen kurz- und langfristigen Zielen zu unterscheiden, am Anfang irgendwie bewusst geringere Marge in Kauf zu nehmen, um einfach Marktanteile zu gewinnen. Das kann total sinnvoll sein. Wenn ich dann jetzt mich eingependelt habe und sage, okay, gut, ich brauche jetzt so viel Marge am Ende, damit das irgendwie für mich Spaß macht. Und wenn das alle eingestellt haben, so und alle irgendwie so ja, nach dieser Anfangszeit hinter sich gelassen haben, dann möchte ich ja auch irgendwie gucken, okay, also dann würde ich ja sagen, kann ich ja noch mehr oder weniger in Werbung investieren und möchte auch mal gucken, wie gut bin ich eigentlich aufgestellt als Händler mit meinen Produkten und wie gut bin ich mit meinem Advertising aufgestellt und so. Und was da uns immer begegnet ist, hey, wie stehe ich im Vergleich zu anderen da? Und Mareike, da gibt es ja schon einen ganz coolen Report, nämlich den Category Benchmark Report. Und ja, was kann ich da irgendwie, was kann ich da sehen? Geht die Frage an mich? Ja, dich. Ja, bitte. Okay.
Jetzt. Da kriege ich, also da, grundsätzlich ist das ja so ein Bericht aus der Werbung für Sponsored Brands Kampagnen, wo ich für einzelne Kategorien sehen kann, wie gut ist eigentlich da mein ACoS. Also wie viel, also ACoS, wenn jetzt alles andere gleich ist irgendwie und alle haben die gleichen Einkaufskonditionen und dann können ja die oder haben sich eingependelt, nicht die gleichen Einkaufskonditionen und alle machen gleich gut Werbung vielleicht, dann kann ja derjenige, der richtig coole Einkaufskonditionen hat, seine Prozesse im Hintergrund richtig straff hat und richtig ausgeklügelt, der kann dann ja mehr in Werbung investieren und vielleicht auch einen höheren ACoS bezahlen und so mehr Marktanteile gewinnen. Oder aber er ist werbetechnisch so gut aufgestellt und kann irgendwie viel effizienter Werbung schalten. Und dafür ist ja, glaube ich, genau dieser Benchmark-Report da, um zu sehen, wo stehe ich eigentlich mit meiner Marke im Vergleich zu anderen Marken mit meinem ACoS. Also wie viel bezahle ich durchschnittlich in dieser Kategorie, in der ich gerade meine Produkte verkaufe, im Vergleich zu anderen? Haben die alle einen viel höheren ACoS und ich kriege aber kaum Impressions und alle anderen haben ganz viele Impressions und können irgendwie viel mehr investieren. Dann weiß ich ja, okay, Mist, also wie machen die das? Ich kann gar nicht mehr in Werbung investieren, wenn ich jetzt diese Anlaufphase hinter mich gelassen habe und bin schon, und dann weiß ich irgendwie, dass meine Kalkulation, dass mein Einkauf wahrscheinlich irgendwie nicht so optimal ist und andere irgendwie anderes Produkt oder viel günstiger einkaufen können, als ich das jetzt beispielsweise machen kann. Das wäre jetzt so ein Indiz dafür, um zu sagen, okay, gut, da muss ich mal ein bisschen näher reinschauen. Oder? Gibt es da noch andere Möglichkeiten, die ich da irgendwie sehen kann? Fallen dir noch welche ein, Mareike? Hatten wir zu diesem Report schon mal ein Podcast aufgenommen, hatten wir, ne? Mhm. Welche, weißt du noch, welche weißt, Folge das war? Dann glaub, könnten wir das. Irgendeine 30er oder so, Ende 30er. Ich erinnere mich. Das ist, glaube ich, ziemlich gerne auch von einem. Dunkel bis gewesen, gar oder? Nicht mehr. Ja, 39. 39. 39. Am 13.01. Genau, also da gerne nochmal reinhören. Da kann man wunderbar nochmal vergleichen oder da stellen wir den Bericht vor. Und da kann ich mich tatsächlich dann benchmarken und schauen, hey, wie gut oder schlecht ist meine Werbung, meine Werbeeffizienz im Vergleich zu anderen. Und das ist natürlich, also wenn alle die gleichen Einkaufskonditionen haben, ist das ein Benchmark dafür, wie gut oder schlecht ich Werbung mache. Wenn alle gleich Werbung machen, dann ist das ein Indiz dafür, wie gut oder schlecht ich einkaufe und meine Prozesse, meine internen Prozesse im Griff habe. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Also man kann sich da von beiden Seiten nähern. Ja, so das ist vielleicht ein kleiner Exkurs einmal dazu. Höre ich da auch auf jeden Fall nochmal rein. wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die in der Amazon-Welt bleiben und uns noch mal ein bisschen die Vendoren und Seller vornehmen, Peter. Was gibt es da grundsätzlich für Unterschiede, was die Kalkulation angeht? Viele fragen sich auch, soll ich ein Hybridmodell machen? Ja, soll ich Vendor werden und oder nicht? Da gibt es ja unterschiedliche Fürs und Wider für. Was fällt dir da ein in dem Kontext? Also ich glaube, bei der Fragestellung, soll ich Vendor bleiben, soll ich Seller werden, soll ich Hybrid werden oder soll ich vom Sender auf Vendor wechseln, ist es aus meiner Sicht oder Erfahrung her vor allem eine strategische Entscheidung, weniger eine kostenseitige Entscheidung. Ich habe mal mit Frank Holzweisig, der ja lange Jahre Vendor-Manager oder dafür das Geschäft zuständig war bei einer Marke, schon mal Vorträge gehalten und wir haben mal die Kostenblöcke auseinandergenommen und mal sind der Frage nachgegangen, wo bleibt am Schluss mehr hängen? Und ganz faszinierend, wir haben uns da schon relativ intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, ganz faszinierend, im Endeffekt ist es kostenseitig oder vom Gewinn fast gleich. Natürlich auch da wieder abhängig von Branche, Marke etc., aber wir müssen damit Pauschalaussagen arbeiten. Am Schluss bleibt immer gleich viel übrig. Das ist kein großer Unterschied. Die Kostenblöcke sind natürlich komplett anders. Beim Seller haben wir schon drüber gesprochen, Verkaufsprovisionen, Versandkosten etc., Retouren. Beim Vendor habe ich dafür meine Backend-Konditionen, Volumenbonus, Retourenpauschale, Lagerwertausgleich, ich kann die Preise schwierig erhöhen und ich habe meine Strafzahlungen, die ja mitunter nicht ganz ohne sind. Oftmals übrigens auch ungerechtfertigt. Es lohnt sich, damit intensiv auseinanderzusetzen.
Aber am Ende des Tages bleibt es eigentlich immer gleich. Von dem her gesehen ist es zumindest aus unserer Einschätzung her eher eine strategische Entscheidung. Ich persönlich würde natürlich eine Hybridlösung bevorzugen, um beide Möglichkeiten zu nutzen, immer eine Fallback-Lösung haben, auch immer Vendor bleiben wollen, wenn ich mal mein Seller-Account nicht funktioniert oder gesperrt ist, dann könnte ich den Vendor-Account weiter nutzen etc. Aber das muss am Ende des Tages natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, wenn wir jetzt nochmal spezifisch auf die Seller schauen, dann haben wir da noch so eine Sonderlocke tatsächlich, je nachdem, ob ich den Umsatzsteuerverrechnungsservice nutze oder nicht. Und das ist tatsächlich auch nochmal, als wenn es nicht schon kompliziert genug wäre, zu sagen, okay, wie viel von meinem Verkaufspreis möchte ich jetzt eigentlich drin behalten und möchte ich ja, bei mir behalten und in Werbung vielleicht auch investieren. Ja, kommt noch erschwerend hinzu, dass wenn ich den nutze, den Umsatzsteuerverrechnungsservice, dass dann der Umsatz, der über die Werbung ausgewiesen wird, der Nettoumsatz ist. Das ist cool, schön, weil es dann irgendwie ich Gleiches mit Gleichem vergleichen kann, nämlich die Werbekosten sind ohne Steuer und der Werbeumsatz ist ohne Steuer. Wenn ich den aber nicht nutze, dann ist der Umsatz, den Amazon mir ausweist, über die oder den Werbeumsatz immer inklusive Steuern. Das muss man auch nochmal wissen und auch für seine Kalkulation mit berücksichtigen. Und das hat natürlich dann auch wiederum starke Auswirkungen auf meinen Ziel-ACoS. Und das ist jetzt so ein bisschen so der Übergang. Wie viel von meinem Umsatz kann ich eigentlich in Werbung investieren? Und ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel mal also aufgewirbelt. Wir haben die direkten Kosten, die variablen Kosten und dann die indirekten und fixe Kosten. Dann habe ich ich habe jetzt mal bewusst Werbung noch rausgenommen. Wenn ich das alles nehme, dann weiß ich und ich gehe jetzt auf die langfristige Perspektive. Also das, dann muss ich ja auch meine fixen Kosten decken. Das heißt, langfristig muss ich diese 20%, von denen wir vorhin gesprochen haben, ja mit reinpacken und weiß, okay, ich habe jetzt vielleicht noch 20% über. Das ist jetzt das, was von dem Verkaufspreis, von dem Nettoverkaufspreis übrig bleibt. Und davon könnte ich rein theoretisch alles 20% in Werbung investieren. Dann bleibt aber nichts übrig. Ja? Wenn ich 15% investiere, okay, gut, dann schön und gut. Ja, dann habe ich halt 5% Profit overall. Wenn ich über 20% gehe, dann muss ich wissen, okay, dann knapse ich Stück für Stück mehr von meinen. Von meinem Deckungsbeitrag, der meine Gemeinkosten decken soll, weg und ab. Das geht vielleicht mal kurzfristig, aber ich sollte halt das nicht auf Dauer machen. Und mein langfristiger ACoS sollte dann dementsprechend vermutlich immer über diesen direkten und indirekten Kostensätzen liegen. Und was sind da deine Gedanken noch zu, Peter? Ja, letztendlich hast du es schon perfekt beschrieben. Der einzige Hinweis vielleicht noch, da man vielleicht weniger den ECOS betrachten sollte, sondern du hast das so schön auch formuliert schon, den TECOS. Also man sollte die Werbeausgaben gegen den gesamten Umsatz rechnen. Und dann klar, Amazons Algorithmus kennt natürlich kein Mensch im Detail, aber eines ist klar, je mehr Verkäufe ich habe, desto mehr attraktiver erscheine ich für Amazon und desto besser werde ich auch positioniert, um das mal ganz platt auszudrücken. Von dem her gesehen befeuert jeder Werbeumsatz auch das organische Ranking und ich habe dadurch auch Vorteile. Also Werbung ist nicht nur direkter Werbeumsatz, sondern auch strahlt direkt auf den organischen Umsatz ab und darum würde ich ganz klar den Werbeumsatz mit dem gesamten Umsatz gegenrechnen. Vielleicht schon mal eine typische Stolperfalle, aber immer artikelfein. Ich würde da sehr artikelfein arbeiten und nicht so mit diesen großen Zahlen gesamter Umsatz versus gesamte Werbeausgaben, weil da verschenkt man halt viel. Absolut, das kann ja, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu, das kann ja vor allem in einem heterogenen Produktsegment total mir dann ja, alles zerschießen. Das sieht zwar in Summe gut aus, aber ja, am Ende muss ich da genau wissen, welche Produkte habe ich eigentlich verkauft und welchen Beitrag haben die jetzt geleistet in meiner Kalkulation. Und das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass du das angesprochen hast, den TACoS, also diese Total Advertising Cost of Sale, wo ich alle meine Umsätze nehme, auch die organischen und das dann gegen meine Werbekosten rechne, ist ein guter Punkt, denn ja, es ermöglicht mir in diesem Blickfeld nochmal zu sagen, okay, ich kann sogar
noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wenn ich nur meine Werbeumsätze mir anschaue und kann da vielleicht sogar noch mehr investieren, weil ich weiß, dass es einen Spillover, einen Überlaufeffekt auf meine organischen Geschichten gibt, auf meine organischen Verkäufe. Aber insgesamt, wenn ich alles zusammenpacke, organisch und Werbesales, dann muss ich auf jeden Fall positiv sein, weil sonst mache ich am Ende halt Verluste. Kurzfristig, wie gesagt, kann es auch mal sein, dass ich dann diesen Gemeinkostenzuschlag pro Produkt dann vielleicht auch mal ja, runterfahre und sage, okay, gut, bewusst verkaufe ich jetzt ab, ist mir egal, das muss jetzt weg und Hauptsache es trägt noch ein bisschen die Gemeinkosten, aber langfristig muss es halt kostendeckend sein. Ja. Cool. Dann lass uns doch mal, haben wir schon sehr, sehr viele Punkte aufgewirbelt und besprochen, dann lass uns doch noch mal einmal unsere Erkenntnisse jetzt zusammenfassen und vielleicht auch noch mal so hier und da links und rechts noch ein paar Stolperfallen und die häufigsten Fehler nennen, die du, Peter, in deiner täglichen Arbeit siehst. Das ist ein bisschen Wiederholung und ein bisschen links und rechts werden wir noch neue Sachen wahrscheinlich erwähnen. Aber wenn du jetzt jemanden auf der Straße triffst und gehst mit ihm im Café und er sagt dir, ich bin hier Amazon Seller und wenn du jetzt sagen müsstest, okay, raten müsstest, welche Fehler er so macht, vielleicht in seiner Kalkulation. Was sind vermutlich die größten Fehler oder die typischen Fehler, die dieser Händler dann macht? Also der allergrößte Fehler ist, sich nicht mit den Zahlen zu beschäftigen. Das ist aber tatsächlich noch weit verbreitet unter Umständen. Das sagen wir auch immer, wenn wir sagen, hey, also keine Werbung machen ist immer das Blödeste. Also so, man sollte schon mal zumindest anfangen. Ja, das ist Genau, ja. und so der größte Fehler ist aber tatsächlich, seine Kosten nicht zu kennen oder die Verkaufspreise nach dem Rasenmäherprinzip zu ermitteln. Das ist tatsächlich noch weit verbreitet. Einkaufspreis mal Faktor Eieiei. 2,8 zum Beispiel ist der Bruttopreis. Und da wird völlig die Marktsituation außer Acht gelassen. Die schauen sich nicht die Wettbewerber an, die schauen sich nicht an, welcher Preis ist denn realistisch? Welchen Preis kann ich überhaupt durchsetzen, um was zu verkaufen? Und vor allem könnte ich vielleicht mehr verlangen, weil ich immer noch dann bei den günstigen dabei bin oder sehr wettbewerbsfähig bin. Das ist so im Bereich Verkaufspreis der größte Fehler oder Fehler auch sich von Pricing-Tools treiben zu Ja. lassen und um praktisch das alles in die Hände eines Pricing-Tools zu geben. Ich finde es sehr gut, ist ja richtig so, gibt auch sehr gute. Aber zumindest muss ich dann das so fein granular steuern, dass ich eben auf Marge die Regeln vorgebe und nicht nur sage, ich möchte aber unbedingt die Buybox haben, weil dann wird es halt ein Groschengrab. Das fand ich Kann noch auch mal ein sehr paar gut, Euro reinlegen in das Paket. den Hebel, den du noch mal deutlich gemacht hast, wie groß der tatsächlich ist, wenn ich um 5% meinen Verkaufspreis erhöhe oder senke, was für wie doll dieser Hebel durchschlägt am Ende auf meinen Gewinn. Ja, das war sehr cool. Ja, und so weitere große Fehler ist tatsächlich, die Leute schleppen viel zu großes Sortiment mit sich rum. Man muss wissen, man muss natürlich jeder bei sich selbst reinschauen, aber im Schnitt würde ich mal sagen, dass sich ein Viertel des Sortiments im letzten 12 Monaten nicht verkauft hat bei Händlern. Ich kenne auch Fälle, da sind es deutlich mehr. Und wenn sie es die letzten 12 Monate nicht verkauft, dann kann er davon ausgehen, dass es auch die nächsten 12 Monate nicht verkauft. Also weg damit. Sorry, das belastet nur. Das ist frisst erstmal, bindet es ja Kapital. Ja. Aber zweitens mal, es kostet auch immer Arbeit. Am Schluss fasst man es ja doch wieder irgendwann Ja. mal an, versucht es zu reaktivieren oder der Marketingmanager schaltet ein Advertising drauf oder was auch immer. Also Sortiment bereinigen. Also wir haben einen mittelgroßen Amazon-Händler da unterstützt, da sprechen wir schon Umsatz im zweistelligen Millionenbetrag im Jahr. Und der hat radikal sein Sortiment um 35% gekürzt. Und ganz faszinierend, ist kurzzeitig ging der Umsatz nach unten, aber innerhalb von 3 Monaten hat er seinen Gewinn deutlich erhöht. Alleine schon deswegen natürlich kapitallos geworden, aber vor allem auch arbeitlos geworden. Und wir haben ja alle das Total. Problem, wir haben zu wenig Ressourcen und wir haben zu wenig Mitarbeiter. Und dadurch hat er es geschafft, Mitarbeiterressourcen freizuschaufeln, die sich dann eben um lukrativere Themen kümmern konnten oder um Wachstumsthemen kümmern konnten. Und das ist so eine dringende Empfehlung auch. Schaut euch bitte euer Sortiment an und schaut euch an,
was nur Kosten frisst, was vielleicht gar nicht verkauft wird oder was halt, um wieder beim Thema zurückzukommen, was eben defizitär verkauft werden muss, wo ich wirklich dann pro Paket 1, 2 Euro mit reinlege. Und ganz interessant, es wird euch tatsächlich wehtun, denn da sind wahrscheinlich auch Topseller-Produkte dabei, die sich nicht wirklich lohnen. Und das ist dann Schmerzen. Das ist für jeden Händler hart zu erkennen, dass dieser Topseller eigentlich gar kein gutes Produkt ist. Das kann ja aber auch ganz bewusst heißen, dass ich wirklich heftig das Ganze subventioniere, um es einfach loszuwerden. Und subventionieren heißt dann ja auch, ich investiere bewusst viel in Werbung, greift da tief in die Taschen rein, was den Einkauf angeht, um zu sagen, raus mit dir und ich mache jetzt einen Abverkauf. Am Ende, ja, damit ich diesen Ballast weg habe und zumindest noch ein bisschen mitnehme. Und aber was wäre da so eine Untergrenze, wo du sagst, okay, gut, jetzt am Ende sage ich, okay, nee, dann schmeiße ich es einfach weg. Aber was. Ja, ich würde da dreistufig vorgehen. Im ersten Schritt, also wieder pauschal gesagt natürlich, im ersten Schritt würde ich bis auf die Gemeinkostengrenze runtergehen, also so, dass ich gerade nur die Gemeinkosten decke, abverkaufen, dann nach 6 Wochen in Media Res gehen, sich das anschauen, dann in der zweiten Runde gegebenenfalls auf null Gemeinkosten gehen, so dass ich praktisch gerade noch meinen Einkaufspreis bekomme. Und in dritter Konsequenz notfalls verschleudern oder auch an Restposten, als Restposten verkaufen. Aber am Ende des Tages würde ich es notfalls auch wirklich verschenken, wenn es hart auf, also um dann eine Aussage zu treffen. Weil das dauernd mitzuschleppen bringt halt nichts. Wie gesagt, es nimmt nur Platz weg, es kostet Ressourcen, es kostet Nerven, es kostet Kraft und es kostet Geld. Ja, und dann lieber den Fehler eingestehen, den man dann mit der Beschaffung da gemacht hat, als ihn irgendwie immer vorzuführen, Genau. mitzuschleppen. Und das muss man sich klar sein, man wird nie fehlerfrei sein. Also mit Fehlern muss man umgehen können und eben daraus lernen. Man sollte möglichst den Fehler nicht zweimal begehen. Ja, total. Cool. Gibt es noch etwas an häufigen Fehlern, Stolperfallen, was Ja, Sie. das haben wir schon ganz grob angesprochen. Ich würde es ehrlich gesagt gerne noch mal ein bisschen noch mal aufwerfen, was mir immer weh tut, wenn Händler, die arbeiten alle 25 Stunden am Tag und machen und tun und am Schluss bleibt nicht das übrig, was sie eigentlich verdient haben, nämlich der Verdienst für ihre Arbeit. Und das ist der Punkt, dass halt, ich nenne sie mal Eisbergphänomen. Man schaut gerade auf Advertising, man sieht den ECOS 10% und sagt, okay, top, passt. Brauche ich mich nicht drum kümmern, Agentur macht einen guten Job, alles gut. Und aber ich würde immer tiefer reingehen und das tatsächlich auf Artikelbasis mir anschauen. Denn jede gute Kampagne hat Kröten drin, die eben nicht gut laufen, die vielleicht einmal 40, 50% Echos haben und die andersrum jede schlechte Kampagne hat auch gute Artikel drin. Und ein Händler neigt dazu, Kampagne kostet zu teuer, ich schalte sofort alles ab oder sagt zur Agentur, sofort abschalten, du musst reagieren. Aber das ist zu kurz gesprungen, denn man muss immer tiefer reinschauen. Das ist wie so ein Tiefseetaucher praktisch. Man muss ja da auch mal nicht den Eisberg anschauen, sondern dann runtertauchen. Absolut. Einer der Gründe, warum wir, Mareike und ich, so große Fans sind davon, Einzelkampagnen zu machen, wo man halt wirklich zumindest bei den Topsellern, also da, wo wirklich auch wo Dampf hinter ist, ich wirklich genau weiß, okay, was wird da beworben, was wird da verkauft. Und nur weil ich es bewerbe, heißt es ja auch nicht, dass das Produkt auch verkauft wird. Ne? Das hast du auch schon einmal so in einem Nebensatz gesagt. Nur weil ich das Produkt bewerbe und am Ende generiert die Umsatz, heißt es ja auch nicht, dass dann dieses beworbene Produkt auch verkauft wurde. Das muss man auch nochmal sagen. Das ist auch nochmal muss man einmal reinschauen und verstehen, okay, welche Produkte werden tatsächlich gekauft? Wenn ich jetzt meine Bluetooth-Kopfhörer bewerbe, kaufen Sie dann auch dann die Bluetooth-Kopfhörer oder das zusätzliche Lade-Etui oder Case in der Regel, was viel besser funktioniert oder viel mehr Umsätze generiert. Und das sollte man sich auch immer noch mal anschauen. Genau, und erstens mal das und zweitens hat jeder Artikel einen anderen Tekkos, also andere Margensituation. Sagen wir, Zubehör hat wahrscheinlich niedrige oder vielleicht höhere Margen als ein stark umkämpftes Hauptprodukt. Und da macht es auch Sinn, so wie ihr das vorgeht. Man muss natürlich immer dann am Schluss abwägen, wie fein granular macht es Sinn zu gehen. Man kann sie natürlich auch.
über Verwalten, Ja. zu viel Aufwand reinsetzen, nur um Das. das letzte Jota rauszuholen, aber am Schluss habe ich deutlich höhere Personalkosten zum Ja, Beispiel. genau. Es ist, das zieht sich auch durch die Advertising-Strategie generell. Also ich kann das wirklich ausoptimieren am Ende, aber was bringt es mir noch, wenn ich das wirklich für den absoluten Longtail mache, wo irgendwie kaum noch Klicks und Traffic irgendwie drüber laufen? Ja, dann habe ich viel Genau. mehr Aufwand gehabt. Ja. Ja, also am Schluss muss man auch Mut zur Lücke mal haben. Okay, das ist auch gut. Das ist auch gut. Und dass du das sagst jetzt hier bei der Kalkulation, das macht dir natürlich auch Mut. Ja, vielen Dank, aber es ist tatsächlich einfach so. Also wie gesagt, also wir neigen, also vielleicht ist auch deutsches Ingenieurstum, wir neigen immer perfekt sein zu wollen, aber ich glaube, da ist der amerikanische Ansatz oftmals besser. 80% müssen gut sein und die letzten 20% kosten einfach viel zu viel Energie und Aufwand. Tatsächlich. Das muss man sich natürlich auch mal eingestehen. War für mich aber ein langer Prozess, vom deutschen Ingenieur zum amerikanischen Pioniertum zu kommen, muss ich ganz klar zugeben. Ja, das ist tatsächlich ein Shift im Mindset, ne? Das muss man schon sagen, ja. Ja, und gerade, wir hatten es schon mal angesprochen, also es ist wirklich so, also viele Händler haben Angst vor Zahlen, vor dieser Komplexität, aber ich sage immer, lieber eine schlechte Zahl als gar keine Zahl, im Zweifel. Und wenn ich dann einen Händler frage, wie viel musst du verdienen oder wie hoch muss die Marge sein, oder dann die trauen sich tatsächlich nicht, eine Schätzung abzugeben. Und dann sage ich aber, du bist ein erfahrener Händler, sag aus dem Bauchgefühl heraus, was ist die Zahl? Und in der Regel wirst du richtig liegen. Natürlich stimmt es nicht immer, aber da unterschätzen sich die Händler dann oftmals auch. Also mit Bauchgefühl kommt man auch in der Zahlenwelt durchaus ein Stück weiter. So, Man das sollte ist sich auch. nicht 100% drauf verlassen, aber so ein Kompass ist es schon. Und bevor ich gar keine Zahl habe, dann arbeite ich halt mit Annahmen. Oder frag deine Händler doch bitte mal, wie hoch sind deine Versandkosten wirklich, die Logistikkosten? Da traut sich keiner, eine Aussage zu treffen. Aber wenn sie es dann tun, dann werden sie meistens ganz gut liegen. Ja. Und lieber kalkulieren sie gar nicht, weil sie sagen, aber ich weiß die Logistikkosten nicht, ich musste jetzt, oh, da müsste ich jetzt ein Projekt aufsetzen, einen Arbeitskreis Ja, genau. aufbauen. Nein, dann schätzt du einfach. Bevor du gar nichts machst, bitte einfach nur schätzen. Das ist, ich glaube, das macht vielen nochmal Mut, wenn sie das, wenn ihr bis hierher gehört habt und denkt so, oh Gott, am Ende so viele Kosten, ich kriege sowieso alles nicht zusammen. Und tatsächlich ist es, ja, muss man anfangen damit und sich diesen Sachen stellen und wie du schon sagst, Peter, einfach auch mal mit dem Bauchgefühl Mut zur Lücke haben und zu sagen, okay, gut, nein, das vereinfachen wir jetzt. Ich nehme an und ich rechne mit diesem Satz, was auch immer, jetzt mein Gemeinkostensatz. So, hier, Pi mal Daumen, ich kann jetzt hier 17,8% haben oder 19,5, aber egal, rechne ich halt mit 20, das passt schon. Aber ich habe zumindest mal eine Zahl, mit der ich arbeiten kann und ich glaube, Genau. das ja, nimmt noch mal so ein bisschen Angst am Ende ab. Ja, und ganz ehrlich, ich weiß, es ist ein sehr trockenes Thema. Ich bin wahrscheinlich auch der langweiligste Mensch der Branche, weil mich interessiert es aber trotzdem, ich bin fasziniert. Aber es kann auch wirklich Spaß machen. Ich habe auch Händler, die sagen, wow, und jetzt macht es mir auch richtig Spaß, weil ich halt sehe, es kommt was dabei rum. Und ich gewinne Zeit, dadurch auch mehr strategische Themen anzugehen, weil jetzt habe ich die Hebel, die größten Kostenfresser habe ich ausgemerzt. Ich weiß, wo ich mehr Gewinn machen kann. Und das verschafft mir einfach nur Zeit. Total. Und ganz ehrlich, kein Händler hat Lust, den ganzen Tag E-Mails zu beantworten. Aber interessanterweise versteckt sich jeder hinter E-Mails. Ich auch, muss ich zugeben, unangenehme oder komplexe Arbeiten lege ich natürlich auch erstmal auf die Seite, stürze mich auf jede eingehende E-Mail und kann dann am Abend sagen, ich kann nichts dafür, weil ich habe ganz viele E-Mails beantworten müssen. Also da ist natürlich keiner davor gefeit, aber man sollte versuchen, sich zumindest im ersten Schritt dessen bewusst zu werden. Das ist doch, finde ich, ein super Schlusswort. Peter, vielen Dank. Wenn man jetzt sagt, boah, okay, gut, ich glaube, ich habe es verstanden, aber ich möchte mich nochmal mit Peter austauschen und ein bisschen nochmal mehr erfahren, wie du so arbeitest und vielleicht kannst du mich auch unterstützen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man dich am besten erreichen? Ja, am besten natürlich per E-Mail grundsätzlich, am einfachsten über info@shopanbieter.de. Es gibt übrigens auch, ich habe mal mit einem Partner zusammen sehr viele und aus meiner Sicht sehr, sehr gute Webinare gemacht zu dem Thema. Da kann sich jeder rauspicken, was er möchte. Das ist Basis, das ist Kür, wird immer ziemlich tiefer dann auch unter Umständen. Cool. Und es gibt vor allem ganz wichtig, es gibt immer, wenn
Wir haben versucht, immer Möglichkeiten aufzuzeigen, mit Bordwerkzeugen zu arbeiten, ohne einen riesen Overhead erstmal aufbauen zu müssen. Also wie gesagt, entweder direkte Kontaktaufnahme über Mail oder auch die Webinare sich anschauen. Und die Macht finde ich auch auf definitiv Sinn. shopanbieter.de. Auf shopanbieter.de oder auf YouTube unter Perfekt. shopanbieter.de. Perfekt. Dann ja, große Empfehlung, das auf jeden Fall zu tun und sich da aufzuschlauen. Und denn am Ende ist das die Basis für euer Arbeiten und für Advertising am Ende auch. Und wenn das nicht sitzt, dann braucht ihr auch keine Werbung machen oder ihr fahrt blind, seid blind unterwegs. Cool. Peter, ganz vielen Dank für deine Zeit und die coolen Insights. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Vielen Dank, Mareike, vielen Dank, Florian, und euch noch eine schöne Woche. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. Danke.